Guten Tag, meine Damen und Herren. Ich bekomme regelmäßig Anfragen von Dampfern, ob das Dampfen in irgendeiner Form einen Einfluss auf den Blutzuckerspiegel hat, ob das Dampfen dick macht, immerhin hat man Propylenglykol, Glycerin, das sind ja Nährstoffe, ja, und insgesamt, ob das Dampfen einen Einfluss auf Diabetes mellitus haben könnte. Nachdem sich diese Fragen gehäuft haben, habe ich mich entschlossen, jetzt kurzfristig zu diesem Thema ein Video zu machen. Und die Themen, die ich behandeln werde, sind zweierlei. Einerseits werde ich mich, und das ist die einfache Frage, werde ich mich mit der Beeinflussung der Energiebilanz durch Propylenglykol und Glycerin beschäftigen. Das ist relativ schnell erledigt. Man kennt den Energiegehalt, man weiß in etwa, wie viel man dampft, das kann man rechnen. Die zweite Frage ist komplizierter. Sie sehen, ich habe Ihnen darunter gleich mal die Struktur des Insulins hier reingemacht. Das wird im Pankreas, in den B-Zellen als Hexamer mit einem Zink, mit einem zentralen Zinkatom gespeichert. Da sehen Sie die Kristallstruktur drunter. Schaut sehr hübsch aus, ist aber sonst nicht weiter informativ. Also die Frage ist jetzt die mögliche Beeinflussung von Typ 2 Diabetes mellitus und der Insulinwirkung durch vor allem Nikotin, weniger also Propylenglykol, Glycerin, da gibt es keinen Hinweis. Aber ob das Nikotin das kann, das ist eine komplizierte Frage, die man eigentlich hier nicht wirklich in diesem Rahmen erschöpfend behandeln kann. Ich werde aber dazu mein Bestes tun. Zunächst also mal zum Propylenglykol und Glycerin. Was passiert mit den beiden Stoffen nach der Inhalation? Antwort, wir wissen das nicht. Es gibt prinzipiell für beide Stoffe gibt's drei Möglichkeiten, die ich hier auch aufgezeichnet habe. Das wäre mal ein Teil, wird man ausatmen. Das ist relativ klar. Man sieht in bedampften Räumen eine Erhöhung, vor allem des Propylenglykol-Spiegels, der Konzentration in der bedampften Luft. Man wird aber einen Teil wahrscheinlich systemisch aufnehmen, also der wird dann tatsächlich in den Blutkreislauf gelangen, nehme ich an. Und einen Teil werden auch die Flimmerärchen sozusagen abtransportieren, der landet dann wo immer. Das bezeichnet man als mucociliary clearance, ja, also Reinigung durch die Zilien. Zu welchem Anteil jetzt hier ausgeatmet, aufgenommen oder geklärt wird, weiß man nicht. Ja, aber das Entscheidende ist natürlich die systemische Aufnahme und hier auch wiederum nicht die unveränderte Ausscheidung. Ein Teil dieser Stoffe geht mit hoher Wahrscheinlichkeit unverändert über die Nieren wieder raus. Ja. Was tatsächlich interessiert, ist dann die Verstoffwechselung dieser Substanzen. Also Gluconeogenese, das bedeutet Neusynthese von Zucker. Also das ist jetzt hier der Energiebedarf, den man decken kann mit Propylenglykol und Glycerin. Welcher Anteil wo, das weiß man im Prinzip nicht. Was man aber sehr wohl weiß, sind die Energiegehalte. Hier vielleicht jetzt zunächst einmal im Vergleich hier zu den Standard-Nahrungsmitteln, also Fett, Eiweiß, Zucker, Stärke, Kohlenhydrate, da kennt man das sehr genau. Ich habe hier beide Einheiten gewählt, sowohl die Kilojoule-Programme als auch die Kilokalorien. Offiziell sind es die Kilojoule, aber viele rechnen noch immer mit Kilokalorien oder sind aufgewachsen mit den Kilokalorien. Darum habe ich hier beide Werte. Sie sehen das Fett natürlich am höchsten und dann Eiweiß und danach dann die Kohlenhydrate, also Zuckerstärke. Nachdem man von Menschen in etwa die Zusammensetzung kennt, und das ist eigentlich auch interessant, ist jetzt nicht wirklich das Topic, ja, aber ist irgendwie spannend, kann man sich natürlich auch den Energiegehalt eines Referenzmenschen sozusagen ausrechnen. Und der beträgt 10,4 Kilojoule pro Gramm oder 2,5 Kilokalorien pro Gramm. Ist natürlich niedriger als die anderen Stoffe, weil wir auch aus Wasser bestehen und andere Nicht-Nährstoffe haben, wie zum Beispiel Knochen. Ja. Und ich habe mir jetzt den Spaß gemacht, das ist jetzt nicht wirklich Topic, aber ich konnte nicht widerstehen, mir den Spaß zu machen, einmal auszurechnen, wie lange man mit dem Energiegehalt eines Menschen sich ernähren könnte. Ja, diese 10,4 Kilojoule pro Gramm sind also für einen typischen 70 Kilogramm schweren Menschen 728 Megajoule oder auch 175.000 Kilokalorien. Wenn man das jetzt umrechnet auf den Kalorienbedarf pro Tag, den nimmt man an mit 2000 Kilokalorien, dann könnte man sich mit einem so einem Menschen, wenn man den erlegt, ja, könnte man sich also knapp 3 Monate von diesem Menschen ernähren. Also pro Jahr 4 Menschen reicht aus und man braucht nicht mehr einkaufen zu gehen. Ich meine, es gibt gute Gründe, warum wir das nicht tun. Ja, wir essen uns gegenseitig nicht auf, aber denn das wäre also hier der Energiegehalt, den wir damit abdecken könnten.
Damit es nicht so in der Luft hängt, habe ich mir gedacht, noch, und es geht ja schließlich hier ums Dampfen, habe ich noch ein paar Hausaufgaben für die Dampfer da draußen, die zuschauen. Ja, unter Annahme von 100% Energieeffizienz stelle ich Ihnen jetzt drei Fragen. Sie können mir das dann in den Comments unten die Antwort reinschreiben, wenn Sie lustig sind. Zunächst einmal, wie lange könnte man mit der Energie eines Menschen permanent bei 10 Watt dampfen? Passiert uns ja. Dann zweite Frage, für wie viele Züge zu jeweils 5 Sekunden bei 10 Watt würde diese Energie ausreichen? Wie viele Züge können wir machen? Und wenn man das hat, ist die dritte leicht, nämlich wie lang könnte man damit bei 300 Zügen pro Tag dampfen? Also ich als alter Lehrer, ja, stelle Ihnen hier mit Hausaufgaben, die Sie bitte bis zum nächsten Mal sozusagen erledigen. Jetzt aber wieder zurück zum Thema. Der Energiegehalt von Glycerin und Propylenglykol ist sehr gut bekannt, weil beide als Futtermittel in der Landwirtschaft verwendet werden. Und da gibt es unendlich Abhandlungen und Diskussionen dazu. Ich habe Ihnen hier auf diese Tabelle jetzt den Bruttoenergiegehalt wieder in Kilojoule-Programm und Kilokalorien-Programm aufgeschrieben, wohl wissend, dass das in Wirklichkeit komplizierter ist, dass es je nach Tier unterschiedliche Nettogehalte gibt. Also die Landwirte da draußen, bitte jetzt nicht sofort alle Daumen runter. Ich weiß das schon. Es interessiert mich in dem Zusammenhang aber nicht. Es geht ja nur um den Vergleich mit den anderen Nährstoffen, also um den Bruttoenergiegehalt. Und der beträgt beim Glycerin im 18,1 Kilojoule pro Gramm und beim Propylenglykol 16,8 Kilojoule pro Gramm. Also die sind wenig überraschend irgendwo zwischen dem Eiweiß und den Kohlehydraten besiedelt, beziehungsweise das Propylenglykol identisch wie die Kohlehydrate. Jetzt kann man rechnen, ja. Wenn man jetzt ein Liquid mit 50-50 Propylenglykol-Glycerin hat, ist dessen Energiegehalt ca. 4,15, ich bleibe jetzt bei den Kilokalorien, 4,15 Kilokalorien pro Gramm. Jetzt weiß ich nicht, wie viel wird von dem verstoffwechselt. Ich nehme jetzt einmal an, 50%, das ist sozusagen ein geraten. Ja. Vermutlich ist der Anteil wahrscheinlich deutlich niedriger von dem, was wirklich tatsächlich dann in den Stoffwechsel reingeht. Dann nimmt man also, wenn man 10 Milliliter pro Tag dampft, etwa 21 Kilokalorien auf oder 88 Kilojoule. Ja. Das entspricht ca. 1% des Tagesbedarfs oder der Energie von 1,35 Stück Würfelzucker. Unser Würfelzucker, der Wiener Zucker, den es bei uns im Geschäft gibt, wiegt 3,88 Gramm. Jetzt kann sich jeder überlegen, ob das in irgendeiner Form relevant ist. Meines Erachtens ist es vernachlässigbar insgesamt, aber wenn jemand meint, nein, ich muss dieses eine Stück Würfelzucker unbedingt vermeiden, dann sollte die betreffende Person weniger dampfen. Somit bin ich damit fertig. Das ist sehr einfach und klar zu rechnen und da gibt's ja keine verschiedenen Meinungen, abgesehen vom Anteil des verstoffwechselten Propylenglykols und Glycerin, der unbekannt ist. Schwieriger ist die Frage nach dem Einfluss auf die Insulinwirkung und Diabetes mellitus. Diabetes mellitus ist jetzt insofern ein komplizierteres Thema, weil es verschiedene Formen der Erkrankungen gibt und beide von den Mechanismen her und von den Konsequenzen sehr kompliziert sind. Es gibt unendlich viel Literatur dazu. Ganz kurz, was meinen wir? Diabetes mellitus, also steht für Diabetes, steht hier für den Syphon sozusagen, also das Kardinalsymptom des unbehandelten Diabetes, nämlich die erhöhte Harnproduktion und mellitus für süß, dass der Harn süß schmeckt. Da muss man aber ordentlich nicht behandeln, damit das dann tatsächlich der Fall wird. Man muss unterscheiden mit dem Wort mellitus vom Diabetes insipidus, das eine komplett andere Erkrankung ist, das ist eine Mutation im Vasopressin-Rezeptor, wo dann eben auch sehr viel Harn produziert wird. Das hat aber nichts mit der Zuckerkrankheit zu tun. Ja? Diabetes mellitus ist also eine Störung im Stoffwechsel, die mit einem erhöhten Blutzuckerspiegel einhergeht und unbehandelt mit zahlreichen potenziell letalen Folgeerkrankungen assoziiert ist. Also vor allem im Vordergrund ist hier natürlich die Schädigung von Blutgefäßen, aber auch Nervenzellen werden geschädigt. Die Folgeschäden sind potenziell letal. Also wenn man Diabetes mellitus nicht ordentlich behandelt, hat man eine ganz klar verkürzte Lebenserwartung.
Es gibt zwei Formen, die meisten wissen das. Ich sage das trotzdem hier nur kurz. Der Typ 1, das ist der sogenannte Juvenile, wenn man den schon in der Kindheit bekommt, diese Autoimmunerkrankung, bei der insulinproduzierende B-Zellen der Bauchspeicheldrüse zerstört werden. Die Patienten machen einfach kein Insulin mehr und dementsprechend gibt es auch nur eine Therapie, nämlich die Substitution mit Insulin, wobei heutzutage zumeist die Insulindosis dem Bedarf angepasst ist. Das heißt, die Betroffenen messen regelmäßig ihre Blutzuckerspiegel und applizieren dann entsprechend viel Insulin. Früher hat man die Insulinmenge sozusagen konstant gehalten und die Betroffenen mussten sich dann immer die Kilokalorien ausrechnen, die sie essen dürfen. Gehen sie noch ein Semmel aus oder nicht? Das ist heute weitgehend obsolet, außer bei älteren Patienten, die auf diese Therapie eingestellt sind. Die lasten wir dann auch oft, wenn sie das schon ein ganzes Leben lang gewohnt sind. Der Typ 1 Diabetes ist aber pharmakologisch irgendwie langweilig. Da gibt es zwar verschiedene Insuline mit unterschiedlicher Halbwertszeit, aber das Ganze ist mechanistisch ja relativ fad. Ja? Der Typ 2 ist natürlich wesentlich spannender. Das ist der sogenannte Altersdiabetes. 80% der Betroffenen sind übergewichtig. Ich habe einen Kollegen, der Endokrinologe ist, er sagt, er braucht für die Diagnose von einem Typ 2 Diabetes nur ein Maßband, mit dem er dann eben den Bauchumfang misst. Ja? Das ist der sogenannte Typ 2a Diabetes mellitus. Ja, das sind die Übergewichtigen. Typ 2b wären dann die restlichen, die nicht übergewichtig sind. Charakterisiert ist der zunächst einmal eine Glukoseintoleranz. Das heißt, die Betroffenen können die Glukose nicht mehr verstoffwechseln entsprechend, nicht mehr einteln, nicht mehr aufnehmen in die Zielgewebe und vor allem zu Beginn durch Insulinresistenz. Also das Insulin wirkt nicht mehr. Ja? Dementsprechend scheiden die zu Beginn auch mehr Insulin aus als Kontrollen. Das heißt, sie haben eine Hyperinsulinämie. Erst mit der Zeit, wenn das erschöpft ist, wird entsprechend auch der Blutzuckerspiegel steigen. Es gibt hier eine Assoziation mit dem Rauchen. Das relative Risiko ist klein, es ist geringfügig, ist ca. 1,5, wenn man grob über die diversen Studien drüber mittelt. Aber das ist signifikant. Also Raucher haben ein etwas erhöhtes Risiko für Typ 2 Diabetes. Und zwar ist das irgendwie kontraintuitiv, weil die im Durchschnitt ein geringeres Gewicht haben als Raucher. Das ist ein Paradoxon. Findet man auch viel Literatur dazu, gehe ich hier im Detail nicht darauf ein. Was ist die Therapie beim Typ 2 Diabetes? Vor allem natürlich Änderung des Lebensstils, also Abspecken, Gewichtsreduktion, Diät, vernünftige Ernährung, Sport. Wenn das alles nicht fruchtet, und das ist immer die erste Maßnahme, und erst wenn die nicht fruchtet, dann sind Pharmakotherapeutika, also Arzneimittel, indiziert, die sogenannten oralen Antidiabetika, von denen Mittel der Wahl sicher das Metformin ist und dann gibt es auch noch die Glitazone wie Bioglitazone und so weiter, ja, mit denen man das behandelt. Korrelation streng mit dem Body Mass Index. Sie wissen, was der ist. Der Body Mass Index ist also das Körpergewicht durchs Quadrat der Größe. Ja, und Sie sehen hier, was als normal, noch normal oder dann übergewichtig gilt und über 35 ist man dann natürlich richtig fett, also extremely obese, wie hier steht. Und da gibt es auch Literatur dazu, die Klassiker sehen Sie hier, zwischen Männern und Frauen die Korrelation des Body Mass Index und der Anteil von Typ 2 Diabetes. Und die Frauen, bei den Frauen ist es wesentlich häufiger als bei den Männern, aber Sie sehen also wirklich sehr dicke Frauen mit einem BMI von über 35 zu 93% Typ 2 Diabetes. Aber anfangen tut es bereits beim Body Mass Index von ca. 30 in beiden Fällen, sowohl bei den Männern wie bei den Frauen, dass das Risiko steigt. Also hier wäre es wichtig, einfach abzuspecken oder von vornherein zu schauen, dass man nicht allzu dick wird. Hier noch ein Schema zur Illustration der Unterschiede zwischen diesen beiden Typen vom Diabetes. Die sind vollkommen unterschiedliche Erkrankungen natürlich. Beim Typ 1 Diabetes sind die B-Zellen oder früher haben sie Beta-Zellen geheißen, des Pankreas zerstört, produziert kein Insulin mehr. Beim Typ-2-Diabetes produzieren die Patienten zunächst zu Beginn ausreichend Insulin, eigentlich sogar mehr als die Kontrollen, aber das Problem ist hier die Resistenz. Das heißt, das Insulin kann einfach nicht so wirken, wie es wirken sollte. Und diese Insulinresistenz ist letztendlich der Vorläufer des Typ-2-Diabetes mellitus. Übergewicht über gut untersucht, aber komplexe Mechanismen, da gibt es noch immer viel Diskussionen natürlich, zu reduzierter Wirkung von Insulin auf die Zielgewebe führt. Bei den Zielgewebe sind vorwiegend die Leber und der Skelettmuskel. Zur Kompensation dieser Insulinresistenz schütten dann die B-Zellen des Pankreas vermehrt Insulin aus
Und langfristig führt es dann zu einer Runterregulation der Insulinrezeptoren und auch zu einer Erschöpfung der B-Zellen, die sozusagen, wie man sich salopp vorstellen kann, anfangen nicht mit dem Insulin produzieren, nicht mehr hinterherkommen. Und damit ist die Glukoseverwertung in den Zielgeweben ungenügend. Die wird nicht mehr ausreichend vom Plasma in die Leber und in den Skelettmuskel aufgenommen. Es steigt der Blutzuckerspiegel und daraus resultieren dann die Folgeerkrankung. Das Ziel der pharmakotherapeutischen Behandlung des Typ 2 Diabetes mellitus ist daher nicht die Förderung der Insulinfreisetzung mit zum Beispiel den Ur-Antidiabetika, den Sulfonylarenstoffen, weil das letztendlich kontraproduktiv ist. Insulin produzieren die ohnehin schon, sondern die Verminderung der Insulinresistenz. Das macht man mit Metformin oder mit den Glitazonen. Da ist es nachgewiesen, dass die hier positive Wirkung haben. Hier sehen wir jetzt noch den Verlauf der Erkrankung im Prädiabetes. Sie sehen, das ist hier, steigt hier langsam das ist die grüne Kurve, Insulinproduktion, und damit steigt auch Insulinresistenz. Also es wird lange Zeit kompensiert durch erhöhte Produktion von Insulin. Die Blutglukosespiegel steigen da noch nicht oder nur sehr langsam an. Und erst mit der Zeit dann, wenn die Insulinproduktion erschöpft ist, sozusagen nicht mehr weiter kann, die Resistenz voll ausgeprägt ist, dann erst steigt der Glukosespiegel und man würde dann eigentlich erst von einem Typ 2 Diabetes sprechen und vorher von einem Insulinresistenz, Glukoseintoleranz oder metabolischem Syndrom. Die Übergänge sind hier fließend. An zentraler Stelle dieser Insulinsensitivität steht eine Enzymung. Das ist jetzt ein bisschen wissenschaftlich, weiter ins Detail gehe ich aber nicht. Aber das eine, weil das betrifft das Nikotin und darum möchte ich hier kurz drüber sprechen. Und dieses eine Enzym nennt sich Adenosinmonophosphatkinase. Das ist eine Proteinkinase, so ein Enzym, das durch Adenosinmonophosphat aktiviert wird, das letztendlich unser Freund ist. Warum? Was tut es? Es reduziert die Neubildung von Lipiden. Es reduziert die Synthese von Triglyceriden, also von Fett. Es erhöht die Fettsäureoxidation, also die Fettverbrennung. Es verbessert den Glukosetransport, damit die Verwertung der Glukose. Und insgesamt wird die Verfügbarkeit von freien Fettsäuren im Plasma verringert. Die sind der erklärte Bösewicht, die Insulinresistenz machen. Und damit führt die Aktivierung der AMP-Kinase auch zu einer Verbesserung der Insulinsensitivität. Und Sie sehen schon, Sie erreichen das durch körperliche Betätigung, Exercise, durch Fasten, ja, natürlich auch medikamentös mit dem Metformin zum Beispiel oder den Glitazonen, die hier angeführt sind, nur ein bisschen anders heißen. Und Sie erreichen das auch durch das Leptin. Das bekannt ist, das Leptin, da hat man diskutiert, dass man das zum Abnehmen verwenden soll und so weiter. Warum? Weil es appetitstillend wirkt, ja. Aber hier sehen wir jetzt die Leptinwirkungen, stark vereinfacht bitte, das ist in Wirklichkeit viel, viel komplizierter. Das Leptin aktiviert die AMP-Kinase in den Fettzellen und fördert dadurch die Fettverbrennung. Es hemmt aber die AMP-Kinase im Hypothalamus und reduziert damit den Appetit. Man isst also weniger, wenn man erhöhte Leptinspiegel hat. Das ist ja ganz klar unser Freund und deshalb hat man sich auch überlegt, Leptin therapeutisch zu geben. Das bringt aber nicht, weil es unter anderem Leptinresistenz gibt bei Fettsüchtigen, also bei Übergewichtigen wirkt das Leptin dann nicht mehr. Also bitte jetzt nicht im Internet sofort Leptin bestellen. Ja? Aber wir merken uns, wir haben also zwei Effekte in der Peripherie, Stimulierung der Adenosinmonophosphatkinase im Zentralnervensystem, im Hypothalamus, Hemmung und damit Appetithemmung. Ja. Und das ist eine gewisse Parallelität jetzt, zumindest einmal die Wirkung im Hypothalamus zum Nikotin. Wir wissen alle, dass Nikotin appetithemmend ist, da gibt es viele Publikationen dazu. Es gibt da gute Hinweise, dass Rauchstopp mit Nikotin zu einer geringeren Gewichtszunahme führt als Rauchstopp ohne Nikotin, dass der Rauchstopp das zu einer Erhöhung des Gewichts führt im Durchschnitt, ist sehr, sehr gut bestätigt. Und auch wenn in Einzelfällen das nicht der Fall ist, die grob über den Schnitt ist ganz klar diese Gewichtszunahme. Und die kann man möglicherweise reduzieren, indem man das mit Nikotin kombiniert. Das Nikotin hat nachweislich anorektisch, also appetithemmende Wirkung. Und da diskutiert man, dass zumindest einer der Effekte darauf beruht, dass die AMP-Kinase im Hypothalamus blockiert wird.
Ich weiß schon, dass das alles viel schwieriger ist, darum mache ich für die Freaks jetzt hier noch eine Referenz rein. Das ist ein aktueller Review, der jetzt erst im Jänner 2019 erschienen ist, wo es sehr ausführlich die gesamten Mechanismen diskutiert werden, über die Nikotin im Hypothalamus dann die Nahrungsaufnahme reduziert, also den Appetit vermindert. Das ist natürlich viel, viel schwieriger und das ist ein sehr interessanter Artikel, den ich denjenigen ans Herz lege, die es wirklich wissen wollen. Aber Sie glauben, ich zeige es eigentlich nur, damit Sie wissen, dass ich weiß, dass es nicht so einfach ist, wie ich das hier darstelle. Schwieriger wird es jetzt mit der AMP-Kinase in Fettzellen, weil es Hinweise gibt, dass Nikotin auch die AMP-Kinase in den Fettzellen, also in der Peripherie und anderen natürlich Zielzellen, stimuliert. Und damit würde es eigentlich die Fettverbrennung fördern und die Bildung von freien Fettsäuren hemmern. Das wäre eigentlich ein positiver Effekt und es sollte damit ähnlich wie Leptin die Insulinresistenz vermindern. Ja? Aber, und hier sehen Sie ein Paper, das 2015 in Nature publiziert wurde, beruht es auf einem Versuchen mit Mäusen, dass diese Aktivierung der AMP-Kinase in Adipozyten entscheidend ist für die Insulinresistenz, also für das Umgekehrte, für den umgekehrten Effekt von Nikotin in lebenden Mäusen. Der Senior-Autor Ming-Hui Zhu, den will ich nicht näher kommentieren. Ich sage nur, dass es zwei Betrugsfälle gegeben hat, die, mit denen ich konfrontiert war, die beide den Herrn Zhu betroffen haben. Zuerst, wo er noch in Konstanz war und dort Fake-Daten publiziert hat und dann später in den USA noch einmal. Darum bin ich sehr skeptisch. Das war Nature Medicine, ob ich ihm das glauben soll oder nicht. Er hat trotzdem Karriere gemacht. Ich habe diese Fälle öffentlich gemacht. Darum kann ich das hier ruhig erzählen. Ich kann aber sagen, im Prinzip glaube ich ihm nichts mehr. Ja, und das ist hier widersprüchlich, letztendlich widersprüchlicher Effekt, dass also diese Aktivierung der AMP-Kinase in Fettzellen jetzt Insulinresistenz bewirken sollte. Man würde genau das Umgekehrte annehmen. Ja? Sie sehen also hier, das ist das, was hier behauptet wird, aktiviert die AMP-Kinase in Fettzellen und macht jetzt aber verminderte Insulinsensitivität. Also genau das Umgekehrte von dem Effekt, den man hier erwarten würde. Und tatsächlich gibt es aber dann auch wiederum in Mäusen, und das muss ich hier jetzt anführen, gibt es sehr wohl auch Hinweise, hier haben wir einen davon, dass also die Aktivierung der AMP-Kinase, das sehen Sie hier, Stimulating of AMP-Kinase Signaling, dass es sehr wohl positiv ist, dass es nämlich die Effekte von Hochfettdiät bei Mäusen verbessert, ja. Hier sehen wir, dass Obesity improved wird durch Nikotin, also positive Effekte. Und das ist hier auch wiederum bedingt durch Aktivierung der AMP-Kinase. Also ob das wirklich da stimmt, was dazu da behauptet hat, ist sehr fraglich. Also zumindest andere Ergebnisse aus Mäusen tun das in Frage stellen. Leider Gottes muss ich in dem Fall sagen, oder das ist die schlechte Nachricht, gibt es in dem Fall eine Studie, und es gibt in Wirklichkeit nur eine, die belastbar ist, eine klinische Studie mit Menschen. Und zwar hat man hier Raucher entwöhnen lassen mit und ohne Nikotin-Kaugummi und hat die also über einige Monate hinweg beobachtet und dann die diversen Stoffwechselparameter, also vor allem Insulinspiegel, Blutglukosespiegel und so weiter gemessen. Und Sie sehen hier, das war Circulation Paper 1996, hier steht Long-Term Use of Nicotine Gum is associated with Hyperinsulinemia and Insulin Resistance. Und aufgrund dieser Arbeit wird auch heute noch permanent behauptet, Nikotin macht Typ-2-Diabetes, ja, und Insulinresistenz. Ist ja sehr wichtig, was sagen die Autoren hier, das muss ich mir jetzt genauer anschauen. These findings suggest that nicotine is the major constituent in cigarette smoke that leads to insulin resistance. Die sagen hier, dass Nikotin der wesentliche Bestandteil des Tabakrauchs ist, der für die Insulinresistenz des Rauchens verantwortlich ist. Und die Schlussfolgerung lautet dann, dass the use of nicotine replacement therapy during smoking cessation should be transient and limited. Also der Gebrauch von Nikotin zur Rauchentwöhnung sollte nur vorübergehend stattfinden, um das zu verhindern. Wäre nicht schlechte Nachrichten für uns Nikotinkonsumenten. Jetzt schaut man sich die Daten hier an. Hier sehen Sie also, die Clamp Steady State ist sozusagen die relevante Bedingung. Ich will hier nicht ins Detail eingehen. Sie können das Paper lesen. Es ist Open Access, ist für jedermann zugänglich. Und Sie sehen hier also die Nichtraucher versus die Raucher, die hier mit Nikotin-Kaugummi aufgehört haben, haben also deutlich erhöhte Insulinspiegel.
Allerdings, wenn das Insulinresistenz ist, natürlich ist Hyperinsulinämie der erste Hinweis auf Insulinresistenz. Allerdings sind dann üblicherweise die Blutglukosespiegel unverändert oder sogar leicht erhöht bereits, weil die Betroffenen resistent sind. Das war hier nicht der Fall. Die Autoren finden, das gehört schon so. Ich bin da jetzt nicht auf dem Gebiet Experte, aber für mich leuchtet es eigentlich nicht ein, dass hier die Korrelation trotzdem besteht. Also je mehr Nikotin aufgenommen wurde, das ist also die X-Achse hier, umso niedriger sind die Blutglukosespiegel. Also die erhöhte Insulinfreisetzung korreliert hier mit niedrigen Blutspiegeln an und für sich, mit niedrigen Blutzuckerspiegeln an und für sich. Also eine wirkliche Evidenz für Insulinresistenz sehe ich da nicht. Und außerdem ist es seit 1996, ist mittlerweile über 20 Jahre, nie mehr in irgendeiner Form bestätigt worden. Es gibt Diskussionen über das Typ-2-Diabetes und Insulinresistenzrisiko von Snooze-Usern zum Beispiel. Und das ist ganz, ganz knapp. Da gibt es auch wiederum eine Meta-Analyse, die sagt, ja, das ist positiv, wird aber sehr viel kritisiert. Andere sagen wieder, das beruht auf einer einzigen Studie, die fragwürdig ist, alle anderen haben keinen Zusammenhang gesehen und so weiter. Also es ist sehr, sehr holprig, dieser Zusammenhang. Aber auf diesem Paper beruhen letztendlich die Behauptungen. Ich habe jetzt trotzdem, wenn die anderen tun ja auch immer mit Mäuse- und Rattenstudien winken, ja, ich habe das letzte Mal gesagt, dass der Onkel Hans keine Ratte ist und die Tante Emma keine Maus. Nichtsdestotrotz möchte ich schon darauf hinweisen, auch weil wir ja vorher diese Nature Medicine-Arbeit gesehen haben, was auch eine Mausstudie ist, dass es eine ganze Palette, und ich habe hier, glaube ich, 5 oder 6 ausgesucht, eine ganze Palette von Mäuse- und Rattenstudien gibt, die genau das Gegenteil sagen. Die nämlich sagen, dass Nikotin die Insulinsensitivität verbessert. Ich gehe nicht ins Detail, ich zeige Ihnen die einfach durch. Sie können ja dann das Video stoppen und sich dann mit dem Link diese Arbeit raussuchen. Also hier werden wir das erste Mal ganz klar, Insulin erhöht die Sensitivität jetzt über den nikotinergen Acetylcholin-Rezept, das war Plus One Paper. Ja. Dann hier das nächste, dass Nikotin Exposure suppresses, also unterdrückt, Hyperinsulinämie, auch wieder in die gleiche Richtung. Ja. Hier haben wir noch einmal verbessernder Effekt von Nikotin Exposure auf Insulinresistenz. Hier haben wir noch einmal nächtliche Gabe von Nikotin verbessert, das Glucose-Handling in der Leber. Und hier haben wir dann noch Aktivierung des Cholinergen, also das ist genau das System, das Acetylcholin-Pathway ist sozusagen über Nikotin verbessert, Obesity-Induced Inflammation and Insulin Resistance, also auch hier wiederum wird Entzündung verbessert, Insulinresistenz verbessert. Es gibt also zahlreiche Arbeiten in Ratten und Mäusen, die das Gegenteil sagen, die Evidenz im Menschen ist relativ schwach. So, jetzt wie immer zu meinem Fazit. Das Fazit habe ich hier zweigeteilt, weil das nicht so schön Platz gehabt hat. Ich habe zu viel zu sagen. Die Aufnahme von Propylenglykol und Glycerin durch das Dampfen ist für die Kalorienbilanz meines Erachtens vernachlässigbar. Ich habe Ihnen das vorgerechnet, 10 Milliliter Liquid, 1,3 Stück Würfelzucker. Muss aber jeder für sich selbst entscheiden, ob das tragbar ist oder nicht. Es gibt keinen Hinweis auf direkte Beeinflussung der Insulinfreisetzung oder des Blutzuckerspiegels durch Nikotin. Das habe ich weggelassen, weil es gibt einfach nicht einmal den Hauch einer Vermutung, dass es irgendwie einen direkten Effekt hätte. Es gab zwar ganz frühe Arbeiten, die gezeigt haben, dass die B-Zellen des Pankreas an nikotinerge Acetylcholin-Rezeptoren exprimieren und dass Nikotin darüber Insulinfreisetzung stimulieren könnte. Aber das ist in der Versenkung verschwunden. Ich glaube, da findet man in Medline 3 oder 4 sehr, sehr frühe Papers und sonst nichts. Es hat nie jemand je wieder bestätigt. Ich nehme an, dass das einfach Riesendosen, Megadosen von Nikotin waren. Ich habe das nicht genauer angeschaut. Aber das würde ich als Hinweis nicht zählen. Nikotin wirkt appetithemmend. Das, glaube ich, sind sich alle ganz klar einig. Die Mechanismen sind allerdings nicht so klar. Da habe ich Ihnen einen Übersichtsartikel, einen aktuell verlinkt. Die zumeist erhebliche Gewichtszunahme bei Rauchstopp wird möglicherweise durch Nikotin vermindert. Da gibt es Studien, wo das der Fall ist. Es gibt Einzelbeobachtungen, die sagen, ja, bei mir ist es exakt. Ich habe einen Stopp gehabt ohne Nikotin, da habe ich 12 Kilo zugenommen, dann habe ich einen, den nächsten mit Nikotin gehabt, da habe ich nur mehr 6 Kilo zugenommen. Aber das ist eine Anekdote, jedes individuell unterschiedlich. Und insgesamt die Studien dazu sind kontrovers. Ich würde sagen, ein Übergewicht sagt, ja, man nimmt weniger zu mit Nikotinersatz, aber schlüssig ist das noch nicht.
Trotz ihres durchschnittlich geringeren Gewichts haben Raucher ein leicht erhöhtes Risiko für Insulinresistenz und Typ-2-Diabetes. Ja? Das ist geringfügig erhöht, signifikant. Das ist, glaube ich, auch relativ eindeutig. Weniger eindeutig ist die Rolle von Nikotin, wie immer bei solchen Sachen. Tierversuche und eine 1996 publizierte klinische Studie mit Nikotin-Kaugummis weisen auf Nikotin als Ursache hin, wobei die Tierversuche im Wesentlichen, das ist diese eine Studie von Ming Zhu, aber viel gibt's da nicht. Ja. Allerdings wurden auch mehrere tierexperimentelle Arbeiten publiziert, die über eine Erhöhung der Insulinsensitivität, also genau das Umgekehrte, einen positiven Effekt von Nikotin berichten. Und Assoziation von langfristigem Nikotinkonsum mit Glukoseintoleranz, metabolischem Syndrom oder Typ-2-Diabetes, mellitus, ja, also sprich erhöhte Blutzuckerspiegel, wurde bisher nicht nachgewiesen. Da hätte man diese Studie, die 1996 gelaufen ist, da hätte man noch über längere Zeiträume, möglicherweise über Jahre hinweg, die Konsumenten beobachten müssen und schauen, ob die Insulinspiegel erhöht sind. Das könnte man jetzt nachholen mit Dampfern. Es gibt ja genügend Dampfer, die mit Nikotin dampfen und da könnte man durchaus Studien machen, wo man dann mit den Kontrollen vergleicht. Aber noch einmal, die erhöhten Insulinspiegel sind nicht notwendigerweise, das sind ein Indiz, aber sind kein Beleg, kein notwendiger für Glukoseintoleranz und Typ-2-Diabetes mellitus. Das Kardinalsymptom wäre hier erhöhter Blutzuckerspiegel und dafür gibt es bisher keine Hinweise. Ich kann es aber nicht ausschließen, dass das der Fall sein könnte. Und damit hoffe ich, die dringendsten Fragen beantwortet zu haben. Das, was ich nicht beantwortet habe, können Sie mich unten in den Kommentaren fragen, wenn ich gut aufgelegt bin. Und das bin ich meistens, werde ich das auch beantworten. Und damit verabschiede ich mich wieder. Danke vielmals für Ihre Aufmerksamkeit.